Unsere Schule hat im Bereich der Digitalisierung sehr viel dazugelernt. Die Schüler haben in den letzten Wochen eine neue Plattform kennengelernt, die eben sehr, sehr praktisch ist, um Aufgaben zu stellen, um Feedbacks an die Schüler zu geben. Die Schüler sind jetzt vernetzt untereinander in den Klassen, auch zwischen den Klassen, tauschen sich aus über diese Fachkanäle und können miteinander kommunizieren, können mit den Lehrkräften kommunizieren. Wir haben gelernt, wie man über diese neue Plattform Teams Videokonferenzen machen kann, wie man mit einzelnen Schülern auch Telefonanrufe sozusagen starten kann. Also es war eine ganz spannende Zeit und ich denke, dass wir enorme Fortschritte gemacht haben an unserer Schule und wir wollen das auch natürlich weiter behalten und weiter fördern, dass unsere Schüler hier wirklich professionelle Software, die auch später wichtig ist im Berufsleben, einsetzen und damit umgehen können. Das ist Teams. Wir haben natürlich auch viele andere Videokonferenzen durchgeführt und mit anderen Softwareprodukten. Und es ist erstaunlich, wie auch unsere kleineren Schüler ab Klasse 7 bereits souverän mit dieser Software umgehen, wie schnell sie sich einfach da einfügen und ohne Probleme fast auch damit zurechtkommen. Also da sieht man auch wieder, dass diese Generation eigentlich auch schon mit entsprechender Software aufgewachsen ist und das eigentlich in den Gehirnen schon drinsteckt und somit die Schüler sehr, sehr schnell damit lernen. Und ich kann halt nur hoffen, dass erstens mal natürlich nicht mehr ein Konfinement kommt, aber dass wir aus diesen Bereichen lernen, dass wir es weiter in der Zukunft nutzen werden, dass wir es weiter aufbauen.